Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. Heute geht es nochmal um die Kryptoanalyse und zwar um die Lineare davon. Wie gesagt, Differenzielle gibt es auch noch, die machen wir dann das nächste Mal. Aber jetzt nochmal zur linearen Kryptoanalyse und zwar von DES, dem Data Encryption Standard. Wenn ihr nicht genau wisst, wie der aussieht, dann schaut euch in der Playlist, die ich in den Infokarten drin habe, nämlich Kryptografie als Playlist, schaut euch da einfach mal kurz an, wie der DES funktioniert. Wenn ihr das nicht wisst, dann könnt ihr höchstwahrscheinlich diesem Video nicht ganz folgen. Am besten schaut ihr euch auch noch hier an, wie wir viel Krypto analysiert haben, über diese linearen Zusammenhänge und so weiter und so fort. Das werdet ihr auch brauchen. Ich werde das nicht alles nochmal erklären, sonst langweile ich euch zu Tode. So, okay. Also, was ist das große Problem bei DES? DES hat nicht lineare S-Boxen. Das heißt, wir haben hier nicht einfach so eine Funktion, die wir hier irgendwie aufstellen können und dann irgendwelche direkten Abhängigkeiten, so wie wir das hier gemacht haben, sondern wir haben nur Charakteristika. Und diese Charakteristika, die gelten nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, die sind nicht immer erfüllt, aber sie sind meistens oder manchmal erfüllt. Und hier müssen wir tatsächlich einfach mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Das ist der große Unterschied jetzt und auch ein großes Problem. Der wird uns nachher zum Verhängnis werden. Deswegen kann man diese Kryptoanalyse bei DES vergessen. Okay, was haben wir als Charakteristika? Wir haben erstens mal... Wir sagen einfach irgendein Output-Bit an der Stelle y. Y ist eine Variable, also wir sagen hier Output-Bits von der f-Funktion sind gleich dem Input und ich werde den Input jetzt hier mit r bezeichnen, weil es die rechte Seite ist, die wir immer reinstopfen. Das sollte natürlich nicht r1 sein, sondern r von x zu diesem 1, kommen wir gleich noch. Also warum jetzt r? Wir haben hier die rechte Seite reingestopft in viel oder bei viel stopfen wir oder generell bei einem feisten stopfen wir immer die rechte Seite in die Funktion rein und auf die linke Seite wird es dann drauf xort. Hier genauso, die rechte Seite wird reingestopft, die wechseln zwar zwischenzeitlich mal, aber wir bezeichnen sie trotzdem mit rechts und mit links. Und was wir machen jetzt ist folgendes, wir sagen hier R0 dazu für das erste auf der rechten Seite, also den grünen Teil hier, den wir hier durch MR schon haben. R0 ist dann logischerweise gleich MR. Also können wir berechnen oder ist uns quasi bekannt. Dann sagen wir, das ist jetzt einfach nur für die Namen, R1 ist das hier, R2 ist das rosane hier, R3 ist dann wiederum der Teil hier unten und R3 war uns auch wieder bekannt, weil R3 logischerweise C links ist. So, und dann haben wir dieselbe Bezeichnung hier noch für die linke Seite. Also hier ist nicht R0, sondern L0. Ups. Jetzt. Achtung, das ist tatsächlich über dem XOR, also quasi hier. L0 ist dann gleich ML. Ich schreibe das jetzt ein bisschen weiter nach links, damit man es noch sehen kann. Und genauso können wir hier weitergehen, indem wir hier sagen, okay, das hier ist L1. Und hier sehen wir schon eine weitere Abhängigkeit. R0 ist L1, ja. Das heißt, wir können hier tatsächlich so weit gehen und sagen, R0 gleich MR gleich L1. Das geht tatsächlich. Okay, dann haben wir hier L2 stehen und so weiter und so fort. Und hier unten dann klar L3. Und L3 ist auch über dem XOR. Aber ich kann dafür natürlich dann die Formel angeben, indem ich hier auch noch diese Fs betitel. Einfach nur jetzt Namensgebung ganz kurz, dauert nicht lange. Hier ist F0, hier ist F1, hier ist F2, hier ist F3. Okay, und somit sagen wir hier F mit Index, immer derselbe Index hier, also Fi ist gleich dem rechten Teil, also Ri von X. Achtung, X und Y müssen nicht gleich sein, können gleich sein, muss aber nicht sein, wie gesagt. Okay, und das gilt jetzt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, sogenannt P, einfach mal P als Variable. Die schlechteste Wahrscheinlichkeit, also der Worst Case sozusagen, schlechteste, davon müssen wir leider ausgehen. Die schlechteste ist 12 durch 64. Das liegt daran, dass wir eben diese S-Boxen haben. Und ja, 12 durch 64 ist immer noch recht gut. Aber durch diese 16 Runden von DES werden wir nachher sehen, haben wir ein kleines Problem. Okay, aber das sei jetzt nicht weiter wichtig hier. Also dieses Ding gilt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit P. So, und dann haben wir noch eine zweite Charakteristik. Und die gilt jetzt tatsächlich mit einer Wahrscheinlichkeit Q. Die ist ziemlich cool eigentlich. Und zwar L1 von irgendeiner Variable Z. Ups, hätte ich wieder nach oben schreiben müssen. Irgendeiner Variable Z. XOR
R1 von dieser Variablen y habe ich sie genannt bei mir im Aufschrieb. Ich weiß das natürlich nicht alles aus dem Kopf, keine Sorge, ich bin auch kein Alleswisser. So, und jetzt L2n, was bedeutet jetzt L2n? N ist irgendeine gerade Zahl, 2 ist eine 2, das heißt 2 mal die Runde. Also sagen wir mal, wir haben hier L1 ist hier und L2 wäre dann für n gleich 1, also L2 wäre dann hier. Das heißt, wir haben hier die Abhängigkeit L1 von Z, XOR, also L1, das Z-Bit von diesem Strang, von diesem grünen Strang hier, XOR, diesem komischen anderen Strang hier, das Y-Bit hier, also zwei Variablen, die wir nicht weiter spezifizieren, ist gleich L2. Naja gut, L2 ist ja R1, aber ja, L2 von Y. Ups. Also quasi die beiden sind schon wieder raus. L2 von Y, XOR, R, 2N von Z. So, L2N von Y ist dasselbe wie R1 von Y, das heißt die beiden sind raus. Und im Prinzip steht hier noch, L1 von Z ist R2 von Z. Also R2 ist das Rosane hier, L1 ist das hier. Naja, ihr seht, hier ist eigentlich noch ein XOR drauf, und zwar ein XOR von dieser F-Funktion. Und das heißt, wir nehmen jetzt hier an, dass dieses F hier gleich 0 ist. Nehmen wir einfach mal an. Das gilt sozusagen mit einer Wahrscheinlichkeit Q. So, und was wir jetzt machen ist, wir weiten diese Rundencharakteristik aus auf auf zwei Runden mehr. Das heißt, wir haben eine Charakteristik für 2n plus 1 Runden, also von Runde 1 auf Runde 2n gilt es. Hier können ja noch mehr Runden sein. Wir haben meistens 16 Runden bei DES. Das heißt, wir müssen diese Charakteristik, die hier gilt mit Wahrscheinlichkeit Q, müssen wir ausweiten auf noch eine Runde mehr und noch eine Runde mehr und so weiter und so fort. Und wie machen wir das? Naja, das machen wir, indem wir sagen, okay, wir schauen uns das Ganze jetzt mal genau an. Gut, also im linken Fall wollen wir eine Runde zurückgehen, also auf 0 hier unten im Index. Und hier wollen wir auf Index 2n plus 1 kommen. Dann haben wir zwei Runden oder eine Charakteristik um zwei Runden erhöht, können die sozusagen weiterschieben und die Charakteristik nochmal erhöhen und so weiter und so fort. Okay, also L1, was ist denn L1? L1 ist das hier, aber L1 ist doch dasselbe wie R0. Also haben wir schon quasi geschafft. Also R0 an der Stelle Z. Z ist einfach, wie gesagt, eine Variable, genauso wie Y. Und das XOR, so, und jetzt haben wir hier R1 von Y. Was ist denn R1 von Y? R1, naja, R1 ist hier, wenn ich das mal zurückverfolge, diesen komischen kackbraunen Strang hier, gehen wir hier zurück, dann haben wir hier R1 ist gleich XOR von L0 und F0. Das heißt, ich kann hier einfach schreiben, L0 an der Stelle Y, klar, die bleibt ja gleich, XOR, also jetzt einfach nur für R1 von Y hier anders geschrieben, XOR F0 von Y. So, ist gleich, und jetzt machen wir dasselbe auf der anderen Seite auch noch. Jetzt schreibe ich das hier mal so, dass das ist gleich hier gleich bleibt. So, okay, rechte Seite, L2N von Y. Sagen wir einfach mal, N ist 1, das heißt, ich wäre hier, also L2N, die möchte ich jetzt gerne auf Runde 3 erweitern, also hier auf von 2 auf 3 kommen. Okay, wie mache ich das? Naja, was ist denn R3? R3 ist L2XOR F2, also haben wir L2 ist gleich R3XOR F2. Und so kann ich das machen. Also R 2n plus 1, ich addiere sozusagen eine Runde drauf, ich gehe eine Runde weiter, an der Stelle y wieder, ups, y, xor, so, und jetzt muss ich noch ein bisschen nachdenken, nämlich f 2n, da sehen wir immer noch 2n im Index, das ist nicht unbedingt das, was wir wollten, und zwar von, auch von y,
XOR, ja, R2N müssen wir noch umwandeln in die nächste Runde. R2N ist aber relativ pillepalle, weil R2 ist ja hier dieser rosane Pfad. Da sehen wir, das ist direkt L3. Das heißt, ich kann hier einfach direkt wieder L3 hinschreiben. Also L3 von demselben Wert, also Z. Und das gilt jetzt auch wieder mit dieser Wahrscheinlichkeit Q, die ich hier die ganze Zeit schon angepriesen habe mit, ups, ich schreibe einfach nur mit Q hin, damit ihr es noch lesen könnt. So, jetzt habe ich natürlich hier immer noch das Problem, ich habe hier F2N von Y stehen, das möchte ich natürlich nicht. Und ich habe hier drüben auch noch ein F0 stehen, das ist auch nicht gerade das, was ich gerne hätte. Ich will nämlich nur in R und L rechnen. Mit F kann ich nicht so viel anfangen, aber wir haben ja noch das hier. Und wir haben dieses Ding immer mit Wahrscheinlichkeit P. Das heißt, diese Gleichung hier gilt schon mal mit Q. Okay, jetzt packen wir dieses F0, also ich kopiere mal die ganze Zeile und schreibe sie einfach wieder unten drunter. Und jetzt nehmen wir uns dieses wunderbare F von Y ist gleich R von X. Das ist genau das, was wir hier brauchen. Hier haben wir sogar dieselbe Variable. Das heißt, ich kann hier einfach schreiben, FY ist gleich RX. Also, das ist RX. So. Und jetzt habe ich hier drüben tatsächlich meine Charakteristik schon um eine Runde erweitert, aber Vorsicht, das gilt nur mit Wahrscheinlichkeit P. Und zu dieser Wahrscheinlichkeit hier werden wir gleich kommen. Die schreibe ich jetzt mal gar nicht hin. Also habe ich jetzt hier was mit Wahrscheinlichkeit P verändert. Und die Seite muss ich jetzt nochmal ein bisschen malträtieren, damit das hier auch stimmt. Okay, also F2N. Naja, wie kriege ich von F2N einfach R2N? R2N kriege ich ganz einfach, indem ich hier einfach schreibe R2N. Statt Y habe ich hier ein X. Okay, R2N von X. Oh, hier will ich natürlich 2N plus 1 haben. So, okay. Wie kriege ich jetzt hier also aus diesem R2N von X ein L? Naja, R2 ist ja relativ leicht. Das ist ja schon L, 2N plus 1. Also habe ich hier wieder L 2n plus 1 von x, x oder L 2n plus 1 von z. So, und somit habe ich jetzt meine Charakteristik erweitert, allerdings mit einer kleinen Einbuße in der Wahrscheinlichkeit. Diese obere Gleichung hier, also das hier, also auch das hier, hat mit Wahrscheinlichkeit Q gegolten. Mit Q. Wahrscheinlichkeit Q. So, dass das hier jetzt gilt, also dass wir von F0 von y auf R0 von x kommen, das gilt mit Wahrscheinlichkeit P. Und die Wahrscheinlichkeiten sind immer zwischen 1 und 0. Das heißt, meistens eigentlich kleiner als 0. Ihr wisst, P im schlechtesten Fall 12 durch 64, also nicht so geil. Die Seite hier genauso, ich musste dieses F auf ein R und dann auf ein L erweitern. Das heißt, ich habe hier nochmal mal P, dass die beiden Seiten klar sind. Aber wir rechnen hier in Bits. Das heißt, ich habe auch noch die tolle Chance, dass Q nicht gegolten hat. Beziehungsweise, ja, doch. So, also das ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Gleichung dann auch einfach wieder gilt, diese hier unten, dass die genauso gilt wie die hier oben. Das ist diese Wahrscheinlichkeit hier. So, die Wahrscheinlichkeit hier oben gilt mit Wahrscheinlichkeit Q. Okay, so, aber jetzt gilt diese Gleichung ja auch, wenn diese beiden Bits hier geflippt sind. Das heißt, wenn das hier geflippt wird und wenn das hier geflippt wird, sprich, wenn diese Charakteristik mit Wahrscheinlichkeit P, wenn die nicht gilt, und die Charakteristik hier mit Wahrscheinlichkeit P nicht gilt. Das heißt, wenn die beide nicht gelten, dann ist auch cool, weil dann ist das Bit ja auch wieder korrekt gesetzt. Also dann stimmt diese Gleichung hier auch wieder. Das wäre auch für uns in Ordnung. Da sagen wir dann einfach, das gilt mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P mal 1 minus P. Sprich, beide Seiten sind geflippt, aber dadurch ist die Gleichung irgendwie wieder in Ordnung gekommen. Was für ein Zufall. Okay. So, und jetzt haben wir noch die zwei anderen Fälle, also zwei andere Fälle, deswegen zweimal. Und zwar, dass die Gleichung nicht gestimmt hat. Sprich, diese Wahrscheinlichkeit Q hier hat nicht gereicht. Die Gleichung war falsch, hier oben schon. Aber dadurch, dass jetzt eine Charakteristik, also entweder die hier oder die hier, wo wir diese Gleichung angewandt haben, hier zu dem und zu dem, dass die nicht gegolten haben, aber nur eine davon, nicht beide, sondern nur eine, dann ist das Bit natürlich auch wieder richtig. Das heißt, hier war falsch, das hat nicht gestimmt, aber das hat gestimmt und das hat zum Beispiel nicht gestimmt. Dann flippen wir diese Seite um ein Bit, also es ist quasi schon um ein Bit geflippt, weil die Gleichung hier ja falsch war,
Und was falsch war, wird wieder wahr, weil das ja wieder genau zurückflippt. Das war jetzt ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich so. Und was dabei rauskommt ist, eine Seite muss stimmen von der P-Charakteristik, also von der hier oben hier. Eine Seite darf nicht stimmen. Und die Gleichung von Q muss falsch sein, also 1 minus Q. So, und das ist jetzt meine komplette Wahrscheinlichkeit für diese neue Charakteristik hier. Und jetzt haben sich tatsächlich ein paar Leute hingesetzt und haben das auf den ganzen, auf das ganze DES angewandt von 16 Runden. Stellt euch das mal vor, was da für eine Primelei bei rausgekommen ist. 16 Runden haben die da analysiert und ja, sie sind darauf gekommen, dass sie zum Ausprobieren 2 hoch 47 Klartext-Chiffratpaare gebraucht hätten. Und dann hätten sie gerade mal 14 Schlüsselbits bekommen. Das ist alles. Für mehr haben die Charakteristiken nicht gereicht. Und ja, also mit 2 hoch 47 von diesen Dingern kriege ich 14 Schlüsselbits. Das heißt, ich brauche noch einen Brute Force von 2 hoch 42. Sprich, ich brauche erstmal einen Haufen Klartext-Chiffratpaare von meinem armen Opfer und brauche dann auch noch 2 hoch 42 an Aufwand. Das ist quasi in der Praxis nicht durchführbar. Das heißt, hier hat man tatsächlich für DES schon gesagt, okay, wir haben was gegen die lineare Analyse. So, als nächstes die differenzielle Analyse. Die hat mir persönlich für DES besser gefallen, weil die irgendwie leichter nachzuvollziehen ist als das mit diesen Charakteristiken hier. Das ist irgendwie ein bisschen, ja, nicht so geil. Ich freue mich auf die Differenzielle und ich hoffe, ihr auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.